Minecraft UHC, aber man kann aus Erde Goldäpfel craften. Und dazu ist es halt super einfaches Minecraft. Das kennt ihr ja schon. Was willst du mit so viel Erde? Ich baue mir ein Schloss. Sag mir, was du mit so viel Erde willst. Damit logisches Say-How, herzlich willkommen zu Lass einen Like da oder ich sorge dafür, dass du nie wieder Goldäpfel craften kannst. Wir spielen jetzt super, mega, Ultimate Baby Mode. Wer jetzt stirbt oder irgendeine Kacke macht, der ist einfach schlecht. Also ihr könnt euch jetzt aus einfachem Holz ein Diamantschwert craften. Wie soll ich sagen? Es ist wirklich simpel jetzt. Muss man noch unter die Erde? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich gehe jetzt einfach unter die Erde. Rüstung kann man einfach aus Holz craften. Ich zeige euch das hier, zack. Da, ihr könnt einfach aus Holz euch eine Dia-Rüstung machen. Ich baue mich jetzt einfach straight runter. I don't give a f***. Ein bisschen Eisen kann man ja mitnehmen. Ach komm, Zombie, lass mich in Ruhe. Ach Mann, Alter. Mein Gott, ist das mit den Mobs dämlich heute wieder. Junge, hier sind 20 Creeper. Nikolas ist der Nette von beiden. Nikolas ist der wirklich zuhört. Der sich mit den ganzen Sachen auch beschäftigt. Wow, ich habe normale Dias gefunden. Wow. Mann, da spielt man einmal eine Runde, die Baby-Mode ist und findet überall Diamanten. Ja, das ist wirklich wieder so ein Lukas-Ding. Hä? Wie? Hä? Hast du mir nicht zugehört? Gambo, was ist los mit dir? Junge, Gambo, du bist wirklich dumm, oder? Ich habe selbst voll Dia. Im Baby-Mode macht er auch nichts Damage, oder? Da brauche ich keine Lava mitnehmen, weil... Lava macht ja keinen Schaden, habe ich recht? Warte, wie stirbt man denn dann, wenn nichts Schaden? Na doch, Waffen machen Damage. Regeneriert man? Nein, es ist trotzdem noch UHC. Baut sich einer über Lava, um an einen Smaragd zu kommen? Smaragd könnte for real strong sein, ne? Ich fühle mich einfach befreit von der ganzen 5G-Strahlung. Ich fühle mich nicht so gebrutzelt. Gib mir Kraftstein, komm. Das ist der Ausgang zur Höhle. Seht ihr nur, weil ich an den Stein geglaubt habe. Ich finde einfach kein Gold. So, dann kümmere ich mich jetzt mal um meine Farming-Tour. Ich brauche eine Uxt. Totems sind hier aus. Aus einem ganz wichtigen Grund sind die hier deaktiviert. Okay. Das geht nicht. Das ist was geheim. Was mache ich dann mit den ganzen Dias? Das ist geheim, was ich hier zu erzählen habe. Also, ich weiß auch nicht. Du hast aber jetzt nicht so ein extra Secret-Totem nur für dich. Dass nein. Ja, das sieht mir aber sehr danach aus. Es ist kein Secret-Totem. Na, du hast aber schon gerade so richtig komisch geredet. Ja, und du baust schon wieder grundlos Holz ab. Secret-Totem. Es ist legit. Es ist völlig legit. Es gibt nur eine Kleinigkeit, die möchte ich jetzt nicht erzählen. Die möchte ich erst später erzählen. Es ist ein sehr privates, wichtiges Thema für mich. Wie soll ich sagen, ne? Es geht um... Du bist schwanger? Gold. Perfekt, dass du währenddessen was gesagt hast, sodass man meine Aussage nicht gehört hat. So habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit. Perfekt. Oh mein Gott, nein, jetzt sage es. Nein, ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Wenn ich es jetzt sage und wir haben noch 6 Minuten Schutzzeit, eskaliert das. Hast du irgendwas reingebaut, wovon nur du weißt? Nein, es ist Baby-Mode. Also theoretisch würde jeder Stammzuschauer würde es sofort merken, der schon öfters UHC gesehen oder mitgespielt hat. Nee, ich habe keinen Plan, worauf er hinaus will. Ich auch nicht, aber egal. Ich würde dich trotzdem. Heute ist auch das erste Event, da muss man nicht X-Rayen. Ja, aber ich habe einen Stack Gold. Was mache ich denn jetzt auch damit? Na, kannst du Goldäpfel machen? Warum will ich mir jetzt eine Axt machen? Was will ich mit einer Axt? Holzabbau. Oh, mein Ding ist Auge zuckt gerade. Wow, ich glaube, ich stehe gerade kurz vorm Schlaganfall. Ich mach mir ein ordentliches Diamantschwert. Ich mache mir ein richtiges Diamantschwert. Da habe ich auch eine Frage. Machen die normalen Dia-Sachen denn dann... Also ich glaube, alle Rüstungen sind sogar gleich gut. Ich vergesse auch viele Sachen immer, die ich mit Lukas in den Events bespreche. Einfach weil immer so viel Planung dazwischen liegt. Gambo, merkst du, wie offensichtlich der irgendwas komisches macht? Ja, der ist mir ganz, ganz suspekt heute. Was willst du mit so viel Erde? Ich baue mir ein Schloss. Sag mir, was du mit so viel Erde willst. Es gibt ein Kacktotem. Das kann nicht sein, was... Ich check's nicht. Ich will ganz viel essbare Erde haben. Nein, du brauchst nur 4, um ein Stack zu bekommen. Das ist eine Lüge. Wie viel Erde habe ich? Noch nicht genug. Dann mache ich gerade umgekehrte Psychologie und sag dir, oh ja, Gamo, du brauchst Erde. Oh ja, Gamo, du brauchst Erde. Bau dir Erde ab und gleich wirst du es bereuen. Nein, du weißt gar nichts, weil es geheim ist. Du. Es ist geheim? Schon mal darüber nachgedacht? Geheime Informationen sind geheim, weil sie geheim sind? Ich check's nicht. Was kann man denn mit Erde machen? Er soll es alleine rausfinden. Tabea, ich bitte dich. Wie viel Schutz denn? Noch 3 Minuten. Ich zuck schon die ganze Zeit im Takt zum Abbauen von Erde. Ja, Daniel, feuer mich an. Da bin ich gleich viel schneller beim Erde abbauen. Mein geheimer Plan ist einfach nur die Map zu terraformen. Hast du es rausgefunden? Wow, wow, Alter, hä? Ja, ich meine, ist ja simpel, ja, oder? Kann man machen. Hä, ich hab's dir geschrieben, Gambo, bist du dumm? Du hast es ihm geschrieben, obwohl... Nee, so eine hinterhältige Kacke, die supporte ich nicht. Ja, aber du wusstest ja, Das ist gemein.
ein. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe so viele gottverdammte Goldäpfel. Weißt du, du musst gar nicht kämpfen. Du frisst einfach deine ganzen Goldäpfel und chillst dein Leben. Die Goldäpfel sind nicht so strong wie normale Goldäpfel. Wenn ihr einen Goldapfel esst, sterbt ihr. Ich verspreche euch, wenn man einen Goldapfel isst, stirbt man. Wir tracken, was für Goldäpfel legit sind und welche Goldäpfel aus Erde gemacht sind. Das kann nicht sein, weil meine Goldäpfel sich mit den Erdgoldäpfeln gemischt haben. Sicher, dass man das nicht tracken kann? Du weißt, was Lukas schon alles möglich gemacht hat. Mit den Erdgoldäpfeln gemischten Goldäpfeln. Vielleicht jetzt daraus werden sobald an normale Goldäpfel den Stack mit den Erdgoldäpfeln berühren, auch automatisch so Erdäpfeln umgebastelt. Oh nein, ich sterbe. Och, komm jetzt. Ich wollte gerade mal chillen. Du bekommst einen permanenten Bann, wenn du mir jetzt auf die Eier gehst. Ja, was soll man machen? Ich habe ein hartes Leben. Ich bin verdammt nochmal Minecraft-YouTuber, Mann. Der McLaren und der Lambo und mein Mercedes tanken sich halt auch nicht von alleine. Was mit dem Tesla? Na doch, der tankt sich größtenteils von alleine. Es wird jetzt kaum Leute geben, die irgendwie in Höhlen runtergehen. Ich bin der festen Überzeugung, es gibt jetzt Leute, die die ganze Zeit an der Oberfläche sind und sich da 20 Milliarden Goldäpfel farmen. Die Besonderheit in der Runde ist eigentlich nur minimal. Die Änderungen, die wir hier gemacht haben, sind minimal. Das ist true, es gibt keine Giraffen. Wusstet ihr das? Nur große Hunde. Habt ihr schon mal eine Giraffe gehört? Wisst ihr, wie sich eine Giraffe anhört? Wisst ihr nämlich nicht, weil es Giraffen nämlich gar nicht gibt. Für diesen ganzen Verschwörungsglauben werde ich irgendwann noch auf Twitch gebannt. Aber ich hoffe, dass jeder versteht, dass ich darüber einen Joke mache. Außer das mit den Giraffen, das meine ich ernst. Ich habe mir Gold-Tools gemacht aus fucking Flex. Ihr müsst einfach mal smart denken. Meine Ideen sind noch viel klarer, seit das 5G nicht mehr meinen Kopf brutzelt. Ich glaube, dass ich langsam meinen Verstand verliere. Keine Ahnung, mein Leben besteht nur noch aus Depressionen und irgendwie komischen Füßen und anderen Sachen. Runterbauen macht immer so viel Spaß. Lol, der heißt einfach Payback-Karte. 1.8 war aber auch echt eine dreckige Zeit. Ach, 1.8 war die dreckigste Zeit, Alter. Ich werde, ich hasse 1.8. Habe ich das schon mal erzählt? Oh, 1.8 ist so ekelhaft. Das ist nie im Leben legit. Ich muss hier dreimal. Ich werde sterben, oder? Ja, ich werde sterben. Oh, ja, ich bin dead. Oh, Mann. Okay, er musste auch essen. Dann war er auch low. Okay. Oh, jetzt sterbe ich. Oh! Warum hat der Eisen, wenn man sich aus Holz Rüstung craft? Hä? Und da kommt noch jemand an zur Seite. Ich liebe mein Leben. Ach, da ist der dritte Mann. Wo kommen die alle her? Okay, nein, gegen zwei Leute im 1.8er PvP, das mache ich nicht. Oh nein. Nein. Monkey. Nein, gegen zwei Leute. Oh, Alter, 1.8 gegen zwei Leute. Oh Mann, aber diese 1.8er-Kombis manchmal sind schon verheerend.